426 Zuschauer wollten es sehen, das Topspiel in der Oberliga Niederrhein. Der Tabellendritte Schonnebeck empfängt den enteilten Tabellenführer SV Strahlen. Und die Gastgeber kamen etwas besser in die Partie, sorgten ein erstes Mal für Aufregung im Strafraum. Doch Torwart Daniel Szczepankiewicz ist da problemlos zur Stelle. Doch auch die Gäste der Tabellenführer waren von Beginn an wach. Erster Abschluss, erste Prüfung für Torwart Philipp Sprenger, hier durch Ole Päfken. Insgesamt entwickelte sich eine Partie, die zwar einige Abschlüsse zu bieten hatte, allerdings nicht die ganz zwingenden Chancen. Wir befinden uns bereits kurz vor der Pause, das ist Simon Skopin, versucht es mal aus der Distanz. Doch die Zuschauer müssen weiter warten auf die erste extrem gefährliche Torchance, die auch Gökhan Lekesis mit seinem Fernschuss nicht liefern kann, ab in Halbzeit 2. Und die beginnt mit einer richtig guten Chance. Endlich mal Marius Müller. Hier fast kommt er vorbei an Szczepankiewicz. Doch der Strahlenkeeper hält das Unentschieden fest. Das Topspiel entwickelte sich immer mehr zum Spiel der Torhüter. Es war einfach kein Vorbeikommen auf beiden Seiten. Sprenger und Szczepankiewicz machten ein Riesenspiel und so blieb es eben weiterhin beim 0:0. Und das änderte auch dieser Versuch von Simon Skopin nicht. In der Schlussphase riss der Tabellenführer aus Strahlen dann das Spielgeschehen etwas an sich. Das ist der eingewechselte Rio Terada, der hier nochmal die Gelegenheit hat, doch es bleibt weiterhin beim torlosen Remi. Inzwischen befinden wir uns in der allerletzten Spielminute. Es hatten sich bereits alle mit dem 0:0 angefreundet, doch dann diese Szene. Was macht denn Philipp Sprenger da? Der wird da bedrängt und bringt dann Kaito Mitsuta zu Fall. Schiedsrichter Cedric Gottschalk hat keine andere Wahl, als auf Elfmeter zu entscheiden. Und der Gefaulte tritt selbst an und macht das 1:0. In der allerletzten Minute markiert Kaito Mitsuta den Last-Minute-Führungs- und Siegtreffer. Die Gästefans feiern ihr Team und das auch völlig zu Recht. Ihre Strahlener holen im 16. Spiel bereits den 15. Sieg, haben 10 Punkte Vorsprung auf den 2. Monheim. Der Aufstiegsfavorit Nummer 1 scheint also unaufhaltsam auf dem Weg zurück in die Regionalliga. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.